Ein berühmter Ökonom sagte einmal, es sei die einzige Aufgabe der Volkswirtschaftsprognosen, Astrologie respektabel aussehen zu lassen. Tim, der Wertansatz beim Investieren hat sich seit 2009 reduziert. Dabei hoffen die Unternehmen, für welche sie arbeiten, darauf, dass es sich ändern wird. Was glauben Sie dazu? Ich bin der Meinung, dass in den nächsten 5 Jahren der Wertansatz beim Investieren in den Vereinigten Staaten in den Vordergrund treten wird. In den letzten 5 oder 6 Jahren herrschten wirklich niedrige Zinsen vor, die Wirtschaft stagnierte und deshalb neigten die Menschen dazu, in wachsende Firmen zu investieren, um mehr Chancen in der Zukunft zu haben. Wenn sich die Zinsen etwas normalisieren und die US-Wirtschaft deutlich anzieht, dann werden die Wertaktien einen deutlichen Vorrang vor den Wachstumsaktien in den kommenden 5 Jahren bekommen. Wie spiegelt sich dies in den Investitionsportfolios wider? Wie reagieren die Anleger auf die aktuellen Marktentwicklungen? Interessanterweise haben sich die Aktienmärkte in den letzten Wochen atemberaubend entwickelt. Und das ist keine Übertreibung. Vor 2 Wochen schnellten die Wertaktien in die Höhe. Aber wir wissen noch nicht, ob dieser Markttrend eine temporäre, kurzfristige Erscheinung ist. Ein berühmter Ökonom sagte einmal, es sei die einzige Funktion der volkswirtschaftlichen Prognosen, Astrologie respektabel aussehen zu lassen. Dem würde ich völlig zustimmen. Aber immerhin sehen wir inmitten der Marktturbulenzen, dass die Aktien anzusteigen beginnen, dass die US-Wirtschaft an Schwung gewinnt und die Anleger immer mehr geneigt sind, in Wertaktien zu investieren. Wir werden sehen, ob sich der Trend etablieren wird. Betrachten die Anleger mittlerweile die US-Aktien als risikoreiche Aktiva? Gute Frage. Kommt drauf an, ob wir unter dem hohen Risiko eine hohe Volatilität oder doch ein hohes Risiko verstehen. Die US-Aktien sind äußerst risikoarm, aber sind sie volatil mit dem täglichen Auf und Ab je nach der Marktstimmung? Absolut. Aber in der Bedeutung einer sicheren Zukunft sind sie risikoarm. Sie sind der Geschäftsführer von King Western Company. Was bietet Ihre Firma an? Wir bieten unseren Kunden eine überdurchschnittliche Leistung. Ich bin im Geldmanagement seit 25 Jahren tätig. In diesem Zeitraum übertrafen wir den US-Markt um 3% im Jahr. Und nun sind wir in der Schweiz tätig. Wir bieten unsere Dienstleistungen und Investitionspartner den Schweizer Kunden an und sind uns sicher, dass das Beste noch kommt. Fantastisch, Tim. Ich bedanke mich bei Ihnen für diesen Einblick. Gern geschehen. Das war's von Tim und mir. Wenn Sie dieses Interview interessant finden, liken und kommentieren Sie es auf dukaskoppe.tv. Auf Wiedersehen.